Hallihallo und einen wunderschönen Abend aus dem wunderschönen Alanya. Wir haben es jetzt so um die kurz vor sechs, ja. Und hier ist die Sonne kurz zum Untergehen, weil wir haben ja Herbst, ne? Wir haben jetzt Ende Oktober und ich bin hier runter mal kurz an den Strand gegangen, weil ich hier was zu erledigen hatte. Und man sieht es noch, also ein paar Beachbars sind noch offen hier bei uns. Ein paar Leute liegen da auf dem Beachball liegen, hier sind aber viele Leute am Strand, die einfach sich gerne den Sonnenuntergang angucken wollen. Also es ist noch hier so ein bisschen Endsaison, würde ich mal sagen. Aber man kann sehr gut Auto fahren, ist nicht mehr so viel los und ja, finde ich sehr angenehm, ja. Ich wollte mal kurz ein Video machen zu dem Thema, wo ich mich gerade mit der Alexandra drüber unterhalten hatte. Was ich so, solche Kommentare habe ich hin und wieder mal gehört. Vor ein paar Jahren, jetzt ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mal wieder sowas gelesen habe und wollte dann auch mit demjenigen mal ein bisschen kommunizieren. Und dann kamen dann nur Beleidigungen zurück. Ich will euch mal kurz erzählen, was da kommentiert wurde und warum derjenige jetzt gesperrt ist. Ja? Weil ich habe keine Zeit, mich mit Leuten zu Zeit zu verschwenden, die dann halt einfach nur unverschämt sind. Ne? Also die fliegen dann relativ schnell raus. Wenn jemand gute Fragen hat, mache ich ja sogar ein Video drüber. Oder mal, wenn wir mal wieder Livestreams machen, kann man ja auch tausende von Fragen stellen. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wobei wir natürlich keine Experten sind. Wir sind ja nur eine Familie, die hier ausgewandert ist. Genau. So, also es ging irgendwie in dem Video um das Thema in ein anderes Land ziehen und quasi Deutschland hinter sich zu lassen, um auch mal was anderes zu erleben, was anderes zu sehen und so. Und dann hatte eine Person geschrieben, ja, ich liebe Deutschland. Wie kann man nur auf eine Idee kommen, in irgendein Land zu ziehen, die die Person halt noch nicht mal von gehört hat oder nie mehr auf die Idee kommen würde, in Urlaub zu fahren. Und das ist total feige, ja. Und man soll doch lieber da bleiben und kämpfen und das ist feige, wenn das jemand macht. Da habe ich dann zurückgeschrieben, ja, ich finde es eher sehr mutig, den Schritt zu wagen, was zu verändern und auch mal was anderes auszuprobieren. Und dann kam nur die Feedback zurück, also ein Kommentar zurück, ihr seid alle Feiglinge, habe ich die Person halt gesperrt. Ne? Lohnt sich ja auch nicht zu diskutieren, ja. Und die Alexandra hatte ein sehr, sehr geiles Bild dafür, für die Situation, die wir in Deutschland hatten vor 3,5 Jahren. Oder noch ein bisschen früher, aber 3,5 Jahren war es so am schlimmsten, fanden wir. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen. Es gibt so Grundinstinkte des Menschen, fight or flight, also kämpfe oder fliehe. Ja? Und entweder du machst das eine oder das andere. Wenn du was anderes machst, dann wird das krankhaft. Dann kriegst du Krebs oder kriegst du Depressionen oder sowas, ja. Also du hast irgendwie, hier kommt jemand und will dir aufs Maul hauen, ja. Dann kannst du sagen, gut, komm her, dann kriegst du eine, stürzt dich in den Kampf. Oder du rennst weg, weil du sagst, ich habe Kinder, ich habe keinen Bock, dass der mir jetzt die Zähne ausschlägt. Ich habe auch keine Lust, jemandem weh zu tun. Ich renn halt weg, ja. Sich aber hinzustellen und so zu tun, als ob nichts wäre, und Kommentare im Internet zu schreiben, das bringt einen ja nicht weiter. Ne? Und die Alexandra hatte ein sehr, sehr gutes Bild für die Situation vor 3,5 Jahren. Ich rede von der glorreichen C-Zeit in Deutschland, was sie mit unseren Kindern vorhatten, was sie mit unseren Kindern gemacht haben, was sie, ja, unter welchem Druck wir auch standen als Familie. Ja? Und da hat gemeint, das ist ja im Prinzip so, ihre Mutter hat ja mal im Frauenhaus gearbeitet, ne? Und mit sehr vielen Frauen gearbeitet, die von ihren Männern geschlagen wurden, missbraucht worden sind, wo die dann auch irgendwann mal mit den Kindern ihre Koffer gepackt haben oder in der Nacht eine Nebelaktion die Polizei gerufen haben. Die wurden dann halt in ein verstecktes Frauenhaus gebracht, wo keiner die Adresse kannte, und dass die sie erstmal zur Ruhe kommen konnten und damit die sich dann halt scheiden lassen konnten oder sonst was. Die Alexandra hat gesagt, es ist ja wie mit einer Beziehung. Du hast eine Beziehung und der Ehemann, ich sag jetzt mal, man gibt ja auch Frauen, die das machen, aber ich sag mal, der Ehemann schlägt die Frau. Ja, und die Frau hat noch Kinder. So, dann kann man sagen, hey, hör zu, hör mal auf, mich zu schlagen. Wenn du mich hier weiter schlägst, dann gibt es Konsequenzen. Ja? Dann sagt der Ehemann vielleicht, ja, ich gehe auch in Therapie, bla bla bla. Aber immer, wenn er was getrunken hat, er trinkt jeden Abend was, dann schlägt er halt die Frau. Und irgendwann muss die Frau halt ihre Sachen packen und mit ihren Kindern abhauen, weil irgendwann schlägt der Mann sie vielleicht mal tot im Suff. Ja? Und das ist halt so ein schönes Bild. Ne? Ich finde es sehr, sehr mutig, nicht zu sagen, ich halte das schon aus, wir bleiben hier und so. Und dieses Kämpfen, ich lache mich mal tot. Ja? Ich kenne so viele Leute, die waren auf jeder Demo, die haben alles gemacht, was man machen konnte. Und selbst die sagen heutzutage, es bringt nichts.
es bringt nichts. Wir sind in so einer Minderheit und die Leute sind so brainwashed und 80% der Leute finden das gut, was die da oben machen. 20% finden es kacke. Und selbst die 20%, die es kacke finden, sind sowas von zerstritten untereinander, dass nichts geht. Das ist ja dieses Teile und Herrsche. Ne? Also man macht eine Splittergruppe oder die Opposition machst du so kaputt und machst so eine schöne Propaganda, dass jeder denkt, er wüsste es besser und kann es besser. Und so sind die 20% halt keine 20%. Wenn es die 20% nämlich wären, wäre das schon sehr machtvoll. Aber die 20% dann nur noch 3% und 5% und 8% und bla bla bla. Dass es halt 20% werden, aber es sind keine 20% als geschlossene Gemeinschaft. Der Rest sagt, ja, wir sind regierungstreu, alles ist gut. Ne? Und ich finde es total bescheuert. Also es gehört ein wahnsinniger Mut dazu, mal in ein anderes Land zu gehen und es mal sich anzugucken. Und selbst nur für ein paar Monate. Es gehört ein wahnsinniger Mut dazu, zu sagen, wir suchen für die Kinder jetzt da mal eine neue Schule. Und gucken mal, wie das hier läuft. Es gehört ein wahnsinniger Mut dazu, wenn eine Schule auch mal kaputt geht, zu sagen, nee, wir geben nicht gleich auf. Wir bleiben hier, wir suchen eine andere Lösung. Wir suchen andere Schulen, wir finden es hier toll. Und wieso sollen wir denn hier weggehen? Ist doch klasse hier. Und es gehört auch ein wahnsinniger Mut dazu, auch da zu bleiben in einem Land, ja, wo du halt geschlagen wirst. Ja. Man muss sich halt mit dem arrangieren, ja. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Leute, mit denen ich noch Kontakt habe, teilweise nur über Social Media, mit denen ich jetzt nicht so stark befreundet bin, denen geht's nicht gut, die das Gefühl haben, die da oben machen alles falsch und die da oben sind dafür da, uns irgendwie kaputt zu machen und so, ja. Denen geht's nicht gut, psychisch, ja. Und deswegen ist es vielleicht besser, auch mal sich was anderes anzugucken und sich mal anders inspirieren zu lassen, ja. Also ich laufe hier jetzt ja auch mittlerweile mit dem Pulli rum. Ja, das war ja auch immer unser Traum, mal im Süden zu leben, ganz abgesehen von dieser ganzen Sache, die ja hier passiert ist die letzten Jahre. Ich bin so froh, dass das passiert ist, dass wir handeln mussten, weil wir hätten nie den Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen. Wir wären nie mutig gewesen, im Normalen das Land zu verlassen. Wir wären immer da wohnen geblieben, hätten gesagt, wenn der Große aus der Schule ist, ach, wenn der Mittlere aus der Schule ist, ah, unsere Tochter hat ja eine Behinderung, die ist ja ganz gut betreut, wie soll das denn später nur werden? Wir wären feige gewesen, wir wären einfach wie die Made im Speck, ja, aber wo immer der Hammer daneben gehauen wird, gewesen, gesagt, hey, hier, es ist hier doch eigentlich sehr bequem, ja, so kann man sagen, es ist doch recht bequem und deswegen gehen wir nicht weg, ja. Klar ist es anstrengend, erstmal was anders zu machen, aber es ist halt auch mit einer großen Freiheit verbunden, ja. Ich konnte da, wo ich vorher gewohnt habe, nicht 5 Minuten mit dem Quad an den Strand fahren, um mir den Sonnenuntergang anzugucken, ja. Ich kann nicht mit so tollen Leuten zusammen sein, wie hier. Klar gibt es auch in Deutschland tolle Leute, aber hier hast du halt so ein Multikulti. Ich habe so viele Nationen kennengelernt, so viele tolle Gespräche geführt. Ja, wir haben jetzt wieder zu diesem russischsprachigen Raum ein bisschen mehr Kontakt durch einladen. Den stelle ich euch in den nächsten Wochen nochmal vor. Wo auch super nette, tolle Leute sind. Haben wir jemanden von der Uni in Moskau kennengelernt vor ein paar Tagen, die da ein bisschen mitgeholfen hat bei einer Frage. Super, super cool. Eine Professorin da von der Uni und also es ist halt saugeil, was für Leute du hier kennenlernen kannst, ja, und diese Mischung halt, Touristen, Einheimische und Residents, Leute, die halt hier länger wohnen, mit Aufenthaltsgenehmigung, das ist halt eine sehr, sehr spannende Geschichte, so, und so wie diese Sonne jetzt hier hinten untergeht, das geht nämlich hier, wie ihr merkt, ganz schön schnell, da ist sie gerade verschwunden, in der Sekunde, so verabschiede ich mich von euch, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend und ich weiß es, das wisst ihr auch, wir sind keine Feiglinge und ich würde auch nie zu jemandem sowas sagen. Ich finde es unwahrscheinlich feige, sich hinter seinem Keyboard zu verstecken und im Internet irgendwelche Schwachsinn zu schreiben. Und da gibt es Leute, die auch in Deutschland sind, die egal was machen, ich würde nie jemanden als Feiglinge bezeichnen. Jeder muss halt selber wissen, wie er mit einer Situation umgeht. Nicht jeder kann das machen, was wir gemacht haben, schon mal gar nicht. Ja, aber es ist halt einfach so, dass man keine anderen Leute beleidigen sollte. Und das kommt jetzt wieder so ein bisschen auf. Ich merke sowieso, dass die Stimmung so relativ schlecht ist in den deutschen Kommentaren. Das ist halt sehr viel voller Neid und voller Missgunst. Aber ja, das ist die deutsche Art.